Wir sind bei Becker & Beckmann in Berlin. Seit letztem Jahr gehört dieser Standort und ein Standort in Marzahn. Wir sind hier in Charlottenburg zu IRS-Gruppe. Bei mir ist Norbert Dohm, CEO der IRS-Group. Herr Dohm, ist ein bisschen ruhig geworden über die Zukäufe in diesem Jahr bisher. Täuscht der Eindruck? Ja, er täuscht. Natürlich ist es nach außen ruhig geworden. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben sehr, sehr viele interessante Gespräche. Und wir gehen davon aus, dass diese Erfolgsstory, die wir geschrieben haben, in 2019 genauso weitergehen wird. Das heißt jetzt konkret, wie wird es in diesem Jahr weitergehen? Wie viele Standorte kommen dazu? Ja, es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, aber wir gehen irgendwo davon aus, dass wir in 2019 so 8 bis 10 Standorte dazu nehmen werden in Deutschland. Okay, dann gehen Sie auf die 30 Standorte, über 30 Standorte zu in Deutschland. In welchen Regionen kann man sagen, also welche Himmelsrichtung wird sich da was bewegen? Sie sind in den Ballungszentren sehr stark zurzeit? Ja, eigentlich überall. Ne? Am Ende des Tages gibt es jetzt keine Region, die wir besonders bevorzugen. Natürlich gibt es ein Stück weit weiße Flecken, die wir heute noch nicht besetzen. Da legen wir ein bisschen Priorität drauf. Aber ich kann nur sagen, die Gespräche finden über ganz Deutschland stand heute statt. Also es wird Wachstum geben. Ja. Sie sprechen auch mit Schadensteuerern, Versicherern, mit der Hoch Coburg. Wie ist das Verhältnis zu vor allen Dingen Hoch Coburg, aber auch der Innovation Group Schadensteuerern, insgesamt der IRS-Gruppe? Gibt es da Verabredungen, dass man Schäden im Auftrag steuert oder läuft sozusagen die Diskussion und die geschäftliche Verbindung über die Betriebe? Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Sie haben durchaus Kunden, die sagen, wir stehen sehr regional. Da gibt es natürlich auch die vertragliche Bindung in dieser Region. Die Hook wäre sicherlich ein Beispiel. Es gibt andere Betriebe, die eher sagen, wir möchten gerne gruppenweite Verträge haben. Das hängt am Ende des Tages vom Kunden ab. Wir haben da keine Präferenz. Das heißt also, es gibt schon Gespräche. Wir haben das diskutiert beim letzten Jahr. Schadensteuerer wollen und werden sie ja wahrscheinlich nicht werden wollen, denke ich mal. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Unsere Kompetenz ist, Fahrzeuge zu reparieren und nicht Schäden zu steuern. Okay. Wenn wir uns ein bisschen die Struktur angucken, dann ist es ja so, dass Sie in den Ballungszentren unterwegs sind, dass Sie aber auch ein Konzept verfolgen, was Kompetenzzentren haben. Vielleicht erklären Sie mal kurz, wie das Konzept aussieht. Ja, es gibt also grundsätzlich mehrere Ansätze. Der Kern der Überlegung ist, dass wir sagen, es wird in Zukunft kaum möglich sein, dass jeder Betrieb alles noch reparieren kann. Denken wir an Themen wie Elektrofahrzeuge, Hybrid, Aluminiumkarosserien mit allem drum und dran. Insofern sagt unsere Strategie, wir kombinieren Kompetenzzentren, das sind stark aufgestellte Betriebe, wie zum Beispiel hier Becker Beckmann in Berlin mit sogenannten Annahmestellen. Diese Annahmestelle ist eher spezialisiert auf Kleinschäden, die nun mal 80% in Deutschland der Schäden ausmachen, muss dafür nicht sämtliche Spezialisten vorhalten, nicht sämtliches Equipment vorhalten, kann im Falle des Falles aber jederzeit auf die Kompetenz des Kompetenzzentrums zugreifen, um am Ende des Tages einen Kunden auch nicht wegschicken zu müssen. Das heißt, wenn man das in Berlin jetzt mal diskutiert, dann wird es so sein, es wird hier noch weitere Betriebe geben, denke ich mal, weitere Zukäufe. Und die Mechanik wird dann hier bei Becker & Beckmann gemacht und andere Betriebe, die eben zugekauft werden in Zukunft, die steuern dann die Mechanik hier rein. Ja, also Mechanik ist durchaus ein Thema, was Sie auch in einer Annahmestelle machen können, insbesondere wenn Sie über Mechanik im Sinne von Inspektionen und relativ einfachen Tätigkeiten sprechen. Ich rede eher so Themen wie Kalibrierung, Motorsteuergerät, Software-Update, all diese ganzen Themen, die Sie machen müssen in der Herausforderung, die uns allen gegenübersteht, die Sie aber nicht mehr unbedingt vorhalten müssen, weil es ist eben nicht damit getan, den Tester zu kaufen. Sie müssen auch jemanden haben, der das Ding bedienen kann und am Ende des Tages dann eben auch dieses neue Software auf das Gerät zu flashen. Und da sagen wir, das halten wir zentral vor und nicht mehr dezentral. Wie kommt das bei den Steuerern an und bei den Versicherern, wenn Sie das diskutieren? Ja, also wir haben natürlich unsere Strategie sehr intensiv mit unseren großen Kunden besprochen und ich kann sagen, die Kunden sagen, ja, wunderbar, das ist genau richtig, so müsst ihr es machen in der Zukunft. Wenn man in die Gruppe insgesamt guckt, wie ist da so ein bisschen die Verteilung der Schäden, also gesteuerte Schäden und Privatkundengeschäft? Wie sieht das da aus? Es ist immer die Frage, was ist ein gesteuerter Schaden? Es kursiert diese berühmte 25% durch die Branche. Da wird aber sehr gerne nur auf Versicherer und Schadensteuerer geguckt. Schauen Sie sich eine Flotte an oder ein Leasingunternehmen, das ist am Ende des Tages auch ein gesteuerter Schaden. Das heißt, wir haben uns klar fokussiert, auch strategisch auf gesteuerte Schäden. Wir gehen davon aus, dass es ansteigen wird und nicht absinken wird. Das heißt nicht, dass wir keine Privatkunden bedienen.
Aber wir gehen auch nicht aktiv auf Privatkunden zu. Es wird keine Fernsehwerbung von uns in Richtung Privatkunden geben oder irgendwelche anderen Marketingaktivitäten. Mhm. Ja. Okay. Letzte Frage, bitte um kurze Antwort, wenn das überhaupt möglich ist. Ja. Wenn Sie mal überlegen, in den nächsten 5 Jahren, wie wird sich der Markt entwickeln? Ja. Sie mischen ja den deutschen Unfallschadenmarkt schon mit IAS auf, mit dem Konzept. Glauben Sie, dass dieses Konzept Nachahmer finden wird, dass das Thema Werkstattketten ein größeres Thema werden wird im deutschen Markt? Ich glaube ja, weil am Ende des Tages sind die Herausforderungen für uns alle dieselben. Ja? Wir haben technische Komplexität, die massiv galoppiert, und ich rede noch gar nicht über autonome Fahrzeuge. Wir haben das Thema Elektromobilität, wo wir mit dem Hybriden schon mittendrin sind heute. Das ist also gar kein Zukunftsthema. Insofern glaube ich, dass starke Gruppen oder Ketten die Antwort sind und dass wir sicherlich nicht alleine bleiben werden in diesem Markt. Ja. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant zu sehen, hier in Berlin, wie ein Standort funktioniert bei Becker und Beckmann. Sicherlich werden wir über das Thema Werkstattketten in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter berichten.